Guten Morgen. Kennt ihr das, wenn ihr morgens aufsteht und es einfach alles übelst geil ist? Ihr könnt gut in den Tag starten und steht solide im Schuh. Bei mir ist heute nicht so ein Tag. Hab gerade meine tägliche Ration Milbenscheiße gegessen und dachte mir, ich nutze die Gunst der Stunde mal, um euch zu zeigen, wo der Kanal in Zukunft hingeht. Hier werden jetzt jeden Dienstag, Freitag und Sonntag Let's Plays kommen. Wenn sich das rentiert, kommen dann wahrscheinlich jeden Tag 17 Uhr Let's Plays von hier, Magic Duels. Weil, wenn ihr das jetzt kennt, ist gut, wenn nicht, ist nicht gut, aber ist egal. Auf jeden Fall guckt meine Let's Plays. Wenn sich das dann irgendwann auszahlt, dann werde ich auch eine große Longboard-Tour machen. Die Musik im Hintergrund ist ja auch ganz gut. Tides of Man ist das. Mit Young and Courageous heißt das Album, gutes Album. Aber legen wir mal los, wa? Hier, alles zu Staub wäre jetzt hier so eine Tagesaufgabe, die man machen kann. Scheiße ich aber mal drauf, weil alles zu Staub müsste ich ein farbloses Deck spielen. Wir wollen aber ein Deck spielen, was möglichst wenig Spaß dem Gegner macht. Salt Lake City spiele ich jetzt einfach mal, suche mal nach Spielern. Es kann halt nur 100% Spaß geben während so einem Spiel, und wenn ich die 100% auf mich aufteile, hat der Gegner halt demzufolge 0%. Um das zu erreichen, müssen wir die Ressourcen angreifen. Das heißt, wir zerstören die Länder, da kann der Gegner nichts spielen und ist dann salty. Deswegen Salt Lake City. Also mal sehen, ob wir diesen Typen hier zum Rage Quitten bekommen. Ich mache übrigens auch demnächst eine Charity-Aktion. Es ist wichtig, sich als Person rauszukristallisieren, die auch nett ist. Personalisierung auf YouTube ist alles. Die Leute brauchen Bindung zu dir. Und deswegen mache ich eine Aktion dann bei Schloss Schwanstein, wenn ich dann meine Longboard-Tour gemacht habe. Das ist übrigens, glaube ich, nicht so gut. Ich brauche Landzerstörung. Da haben wir Landzerstörung, hier Landzerstörung. Easy keep. Wenn ich dann meine Longboard-Tour gemacht habe, mache ich dann in Schloss Schwanstein eine Charity-Aktion. Hier, das ist ein Land, legt mir hier da runter. Er auch, noch. Dann hier, der freut sich immer, wenn Länder gelegt werden. Charity-Aktion, Schloss Schwanstein. Hier sammle ich dann möglichst viele Leute und dann werden wir Obdachlose an den Eiern kraulen, weil Obdachlose gehen halt immer. Denen einen guten Tag bereiten ist wichtig. Oh, das könnte sogar ein Mirror-Match sein, dass hier dieser nette Kollege das gleiche Deck spielt wie ich, so vom Grundprinzip her. Jetzt sehe ich hier schon, ne, alles nur rot, aber ich brauche hier mindestens zwei grüne für. Ne. Hier auch. Das ist schlecht. Ich höre den Dion im Hintergrund schon lachen, dass ich das gehalten habe, aber ist mir egal. Ich will einfach nur Länder zerstören. So, also wie es aussieht, spielt der viele Länder. Das ist schlecht. Naja. Auf jeden Fall. Ach, guckt an. Jetzt kann ich nämlich hier ganz viele Länder raussuchen. Super sweet. Mache ich direkt. Dann kann ich nächste Runde loslegen mit Landzerstörung. Das freut mich. Bin ich doch gleich wieder hier quickfidel. Zack, suche ich Länder aus. Ne? Ist ja egal. So. Was das jetzt macht hier, zerstöre ein Land einmal. Da suche ich nochmal raus. Guck, er spielt auch rot-grün. Guter Mann. Auf jeden Fall unterstützt mich. Sagt mir, was ihr von diesen Let's Plays haltet. Kommen jetzt, wie gesagt, ziemlich oft. Ich überlege auch jetzt, mehr Dreads zu machen. Guck doch mal, das wird ja jetzt ein richtiger Blowout. Wow. Da, er spielt hier so einen Mann. Das heißt, er spielt rote Leute. Wenn ich ihm jetzt sein rotes Land kaputt mache, ist er bestimmt schon ein bisschen salty. Und nächste Runde, ich suche mir so einen Wald raus. Nächste Runde zerstöre ich noch ein Land und kann einer Kreatur 13 Schaden machen. Die hat hier nur 4 Verteidigung. Das heißt, die wird hart weggefistet. So. Aber er hat konsequent die Länder zum Nachlegen. Das ist schlecht. Da jetzt noch mehr, das ist halt auch schlecht. Aber nur grün. Er kann sich hiermit auch nur grün raussuchen. Das heißt, er ist gut am Arsch. Und ich ziehe bestimmt meine Landzerstörung noch weiter nach. Ich habe, glaube ich, 6, 7 im Deck. Dann kann ich es mir nochmal wiederholen.
Lass mal deinen Spaß. Ja, und sonst, was so vorgefallen auf YouTube, ne, muss man ja auch über aktuelle Themen reden. Oder ist das dann ein Commentary? Weiß ich nicht so genau. Oh, jetzt habe ich einen Planeswalker gezogen. Das ist übrigens auch einer, die flippen dann und dann kann ich ganz verrückte Sachen machen. Aber ich denke mal, es ist erstmal wichtig, die Ressourcen anzugreifen. Er muss echt langsam wissen, wohin der Wind weht. So, zack. Krieg ich noch ein Land, krieg ich noch ein Leben. Guckt mal hier, ich bin 22. Er ist natürlich hier schon ein bisschen weiter, aber das ist alles nicht so wichtig. So, tagesaktuelle Themen, keine Ahnung, ich bin gerade erst aufgestanden, die Assis. YouTube aktuelles, ja, läuft. Dürens Blog wurde irgendwie, ne? Ach, guck doch, oh, ist da. Also guck mal, ne? Nochmal Land zerstören. Da wissen wir doch gleich, was der Spaß ist. So, mache ich hier noch 13 Schaden drauf. So, und weiter geht's. Ich finde das fair. Landzerstörung macht mir Spaß, dem Gegner nicht. Er hat aber konsequent die Länder, die nachlegen kann. Das ist schon schade. Nun, ich würde sagen, lege ich jetzt hier mal meine tollen Planeswalker. Die sind natürlich auch nicht schlecht, das ist mir jetzt egal. Ich packe quasi jetzt meinen Penis auf den Tisch. Haha. Nee, in die Hand nehme ich den quasi jetzt. Das wollte ich sagen. Nehmt mal euren Penis in die Hand. Haha. So, ich meine beiden Walker und vielleicht rage-quittet der jetzt ja schon. Tagesaktuelle Themen hier. Jürgens Blog und so. Hm. Ja. Ein guter Mann. Ein bisschen. Bisschen noch nicht. Alle sagen, yo, hier, schwarzer Humor und so. Macht euch nicht in die Muschi. Aber was ich sagen muss, das war übrigens dumm. Der wird stärker, wenn ich Wälder lege und ich habe mir ein Gebirge rausgesucht. Ich bin schlecht. Dion lacht im Hintergrund. Ja, Julians Block ist ein netter Mann. Was wollte ich denn sagen? Hm. Ach genau, schwarzer Humor und so. Ich bin übrigens heute Morgen schlecht aufgestanden. Scheiß Ausländer. Oh, guck doch mal, noch mehr Landzerstörung. Zerstören wir ja noch so ein Land. Der wird schon sehen, was er davon hat. Hätte ich auch vorher die Hydra spielen können. Ich höre den Dion schon wieder lachen. Egal. Vielleicht kriege ich ja hier ein Land. Was schon wieder dumm ist. Ist das jetzt? Nee, ist alles gut. So, mir Bugi jetzt. Ja, mach ich ja plus, gell? Ach komm, ist doch scheißegal, was das macht. Ihr habt gelitten, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. So, alle sagen schwarzer Humor. Und ich habe jetzt gesagt, haha, scheiß Ausländer, haha. Jetzt mal angenommen, er hätte das Video über Flüchtlinge gemacht. So, ohne irgendwie doppelten Boden oder so. Ohne, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, ich bin schlecht aufgestanden. Scheiß Ausländer. Das ist halt eine offensichtliche Übertreibung so. Aber wenn man zum Beispiel bei seinem Video jedes Vorkommen von einer Gewerkschaft oder einem Bahnfahrer durch Flüchtlinge ersetzt und am Ende sagt er dann, man sollte die alle vergasen, die scheiß, weiß ich nicht, was er gesagt hat, dann wäre das vielleicht nicht so gut gewesen. Ja, allerdings muss ich es auch sagen, jetzt habe ich schon wieder, ich bin hier echt ein bisschen durch den Wind. Guckt mal, ich habe End of Turn, sagt man da, wenn der Gegner fertig ist, aber ich habe noch das letzte Wort quasi. Ich vergessen hier, das hier zu tappen und dann, egal. So, komm, scheiß drauf. Es wird jetzt bestimmt ein Wald. Nee, aber ist gut. Da ist X drin, hier kann man so viel bezahlen, wie man will. Und dann ist das gut und deswegen hauen wir den hier raus. Der knechtet zurzeit richtig gut in Modern, glaube ich, ja. Zack, habe ich ein Land gekriegt, richtig stark. Das ist übrigens ein Spontanzauber, das heißt auch wenn der Gegner dran ist, kann ich sagen, hier du Spast. Oh, jetzt habe ich Spaß gesagt, es tut mir leid, wollte ich nicht. Greife ich an mit meiner geilen Hydra.
packe ich meinen Schlong aus. Eigentlich müsste er längst Rage quitten. Das hat Trampelschaden, das bringt nicht so viel, was er hier macht. Seinen hässlichen Leuchter vorzuschmeißen, ist schlecht. Naja. Ja, ne? Andererseits muss ich auch sagen, der Julian, ja, ist schon ein solider Typ, so. Also, ich bin ja nicht so ganz mit dem d'accord, aber da habe ich ja lieber so ein bisschen Pointless Profanity, wie gesagt. Ne? Um das nochmal zu zitieren. Und auf der anderen Seite muss ich mir auch sagen, Deutschland hat einen roten Mann aufgedeckt und jetzt kein rotes Mana für die hässliche Gurke. Scheiße. Darauf muss ich reagieren. Ach, scheiße. Ah, jetzt ist er gerage quittet. Ich hab's geschafft. Sich verpisst, Mann. So, dann bringen wir es zu Ende. Ich hab's euch gesagt, man muss nur genug Länder zerstören, immer die Ressourcen angreifen, dann ist gut. So, jetzt heißt das Spiel übrigens pausiert, deswegen ist der Balken ja so rot, aber ich hab's verkackt. Egal, ich wende die Sau jetzt. Scheißegal. So. Angegriffen hab ich noch nicht. Ist schlecht. Ich hätte es vielleicht dumm gemacht. Ist mir jetzt scheißegal, ich mach das für null. Auf den. Fuck. Ich glaube, das wird nichts. Oder doch, doch, das wird. Und jetzt könnte ich direkt das nächste Land zerstören. Jetzt könnte ich die nächste... Oh Gott. Schade, dass er gegangen ist. Muss ich mal sagen. So, jetzt greife ich nämlich mit den ganzen Ganoven an. Da, 40. Doppelt so viel wie das Startleben. Das ist schon ein bisschen hart. Aber Live-Gain-Strategie ist für Noobs. Jetzt mache ich hier strahlende Flammen. Zerballer ich mir meine eigenen Kreaturen. Ist mir Ritze. Deren Tapfeuer nochmal. Die, keine Ahnung, mir egal. Kann ich nämlich jetzt nochmal hier, zack, mache ich hier einen Schaden und dann wird nämlich ihr hässlicher Planeswalker Fackelflammen-Scheiß entflammt und dann ist er am Start. Dann kann ich hart hier wegburnen. Hammerhart. Super nice. Und jetzt wäre spätestens der Punkt, wo ich auch geragequittet wäre. Aber ich bin ja auf der guten Seite der Macht. Auf jeden Fall Deutschland gut, Stock im Arsch. Ja, komm zur Stelle der engen Verzauberung. Ich muss auch mal sagen, das Lied im Hintergrund ist gerade richtig gut. Ich glaube, da muss ich mal hier auf die Moderation scheißen und aufdrehen, weil es gut. Jetzt hat er tatsächlich eine rote Source wieder gekriegt, Alter. Auf jeden Fall Deutschland übelst einen Stock im Arsch, wenn es um die Zeit des Nationalsozialismus geht. Hier, komm, rote Source zu kaputt machen. Das war wieder dumm. Ich hätte vorher die Hydra spielen sollen. Mir scheißegal. Sogar extra Absatz. Ich glaube, das wird... Oh, warte, ich mach das jetzt mal lauter. Ist mir scheißegal. Ist nicht gut. TikTok around the clock, bla. Jetzt beenden wir es hier auch, indem wir Ultimate gehen und hier die Länder zu Kreaturen machen, die dann richtig pissen. So, jetzt gehe ich hart rein. Der Typ hat eh aufgegeben. Ja, Stock im Arsch, um das Thema zu beenden. Ja, komm, scheiß den Kleinen hier weg. Und das ist sehr schade. Es wird diese Zeit wahrscheinlich nie verarbeitet bekommen. Es ist in dem Fall Deutschland. Auf jeden Fall, Leute, unterstützt mich bei meiner Longboard-Tour. Mache ich. Und ich sage euch dann auch allen, wohin ich... Also ich mache eine App noch dazu. Und sage allen gerade, wo ich bin. Aber bitte, bitte stalkt mich nicht. Ihr könnt zwar live abrufen, wo ich bin, aber bitte nutzt das nicht, um mich zu stalken, weil das hatten wir das letzte Mal und das war nicht so gut, fand ich, dass da Leute über die Straße rennen und sich in Gefahr bringen. Ja, also, ne? Ich zocke hier so lange noch ein bisschen und ja, bis zum nächsten Mal. Das Lied ist übrigens richtig gut.